Wo steht die Türkei? Sie ist das NATO-Mitglied mit der zweitgrößten Armee. Gleichzeitig blockiert sie aber die NATO-Aufnahme von Schweden und sie droht auch dem NATO-Partner Griechenland immer wieder mal. Sie lässt sich von Russland die Währungsreserven auffüllen und sie kauft russische Raketensysteme. Sie hat aber auch kein Problem damit, auch mal einen russischen Kampfjet abzuschießen. Und sie beliefert ja außerdem die Ukraine mit Kampfdrohnen. Klingt alles ein bisschen abenteuerlich, ist aber aus Anlegersicht auch schon relativ egal. Da geht es nämlich fast nur noch um die verheerende Geldpolitik der Erdogan-Regierung. Allerdings, in 9 Wochen sind Wahlen und das macht jetzt die Türkei für Anleger mit Sicherheit zu einem der spannendsten Länder weltweit. Willkommen bei Zukunftsmärkte. It's the economy, stupid, hat Bill Clinton mal gesagt. Wenn man Präsident werden will, oder auch wenn man Präsident bleiben will, dann kann man viele Sachen gut machen, man kann auch viele Sachen schlecht machen, aber am Ende geht es um die Wirtschaft. Die muss eben laufen. Gilt es auch für die Türkei? Wenn ja, dann müsste das eigentlich heißen, Erdogan ist demnächst Geschichte, weil in 9 Wochen ist Wahl und der türkischen Wirtschaft geht's weiß Gott nicht besonders gut. Die Lira fällt und fällt und die Inflation explodiert. Trotzdem, und das hat viele überrascht, trotzdem war die türkische Börse letztes Jahr die Top-Börse weltweit. Das ist der iShares MSCI Turkey ETF seit Anfang 2022. Der Chart ist von TradingView und wir erinnern uns, 2022 hat man ja an den meisten Börsen kein Geld verdient. In der Türkei aber schon, und zwar nicht zu knapp. Der Index ist letztes Jahr um fast 90% gestiegen, und zwar in harten Euro. In türkischer Lira ist er noch stärker gestiegen, bevor er dann im Januar und Februar wieder korrigiert hat. Das sind hier die letzten 3 Monate. Er hat sogar ziemlich stark korrigiert, wobei man sagen kann, das ist jetzt nicht unbedingt ungewöhnlich, wenn man vorher so einen starken Anstieg gehabt hat. Und außerdem war dann ja leider auch am 6. Februar das katastrophale Erdbeben. Eine Tragödie und auch der wirtschaftliche Schaden, auch der war enorm. Man schätzt ihn auf mindestens 80 Milliarden Dollar. Für das Land ein schwerer Schlag. Die Börse ist auch abgerutscht daraufhin und nach ein paar Tagen ist dann der Handel auch ausgesetzt worden. Und nach der Aussetzung, da ist dann der Markt aber plötzlich wieder stark gestiegen. Und er ist jetzt auch schon wieder auf dem Niveau von Mitte Januar. Das hat auch Gründe. Die Regierung hat den Markt gestützt, zum Beispiel dadurch, dass Pensionsfonds, die staatliche Zuschüsse erhalten, dass die Aktienquote jetzt hochfahren müssen von 10 auf 30%. Gleichzeitig kauft auch der türkische Staatsfonds Aktien und es gibt auch vorübergehend eine Steuersenkung für Aktienrückkäufe, sodass auch viele große Unternehmen jetzt wahrscheinlich eigene Aktien zurückkaufen werden. Und da waren die Anleger natürlich begeistert. Ich habe die Rallye in der Türkei hier schon behandelt in einem Video Mitte Januar. Und ich habe damals gesagt, es ist für mich hauptsächlich so eine Art Crack-Up-Boom, eine Inflationspanik. Die Sparer in der Türkei haben eben verzweifelt versucht, dass sie ihr Geld retten vor Entwertung. Sie sind in Aktien geflohen, sie sind in Immobilien geflohen und in fremde Währungen. Ich habe aber auch gesagt, dass es auch andere Argumente gäbe für türkische Aktien. Zum Beispiel die niedrigen Bewertungen nach wie vor. Der MSCI Türkei Index ist immer noch auf die Gewinne, die für dieses Jahr prognostiziert werden, nur mit einem KGV bewertet von 5,2, trotz dem Kursanstieg. Das ist im Prinzip ziemlich günstig. In was die Türken auch geflohen sind im Übrigen, das war natürlich Gold. In der Türkei wird schon immer viel Gold gekauft, aber letztes Jahr haben sich die Goldkäufe dann vervierfacht und im Januar jetzt sogar versiebenfacht zum Vorjahr. Das soll jetzt aber erschwert werden, weil 40% von dem kompletten Leistungsbilanzdefizit sind verursacht worden letztes Jahr durch Goldkäufe.
Und in dem Zusammenhang darf ich auch nochmal erinnern an unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report. Da geht es diesmal nämlich um Gold, Silber und Platin. Und zwar nicht darum, wie ist da jetzt das Marktsentiment und wie reagieren die jetzt auf die Inflation oder die Notenbankenpolitik, sondern rein darum, wie schaut denn bei den Edelmetallen Angebot und Nachfrage aus? Was wird produziert, was wird verbraucht und wie entwickelt sich das gerade? Also wenn Sie so wollen, ja, die Fundamentaldaten der Edelmetalle. Und dieser Report, der geht morgen raus und die Reports von uns sind kostenlos. Also denken Sie dran, dass Sie sich noch schnell eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Okay, zurück zu den türkischen Aktien. Das Hauptproblem für jeden Anleger außerhalb der Türkei, das ist die türkische Lira. Letztes Jahr hat sie da die Börsengewinne mal nicht aufgefressen, aber grundsätzlich ist das eben ein Problem. Hier haben wir die türkische Lira zum Euro die letzten 10 Jahre. Sie ist eingebrochen um sage und schreibe 90%. Und hier das Ganze nochmal nur die letzten 3 Jahre, auch in der kurzen Zeit hat sie sich zum Euro eben nochmal fast gedrittelt. Und der Euro ist jetzt nicht unbedingt die große bombensichere Hartwährung. Und das ist das, was als Auslandsanleger, wenn man türkische Aktien hat, natürlich gegen einen arbeitet. Und darum haben sich auch viele Auslandsanleger aus der Türkei schon zurückgezogen. Die Grafik hier ist von Reuters. Bis vor 3 Jahren, da waren mehr als 60% der türkischen Aktien noch in ausländischer Hand. Und das ist die blaue Linie. Aber die sind mittlerweile geflohen. Die halten jetzt nur noch ungefähr 30%. Und bei den türkischen Bonds, da halten sie sogar nur noch ungefähr 1%. Wegen der Lira. Und dass die Lira so schwach ist, man kann es nicht anders sagen. Es ist die Schuld der Erdogan-Regierung. Ich verfolge das hier schon seit etlichen Jahren. Es gibt sogar schon eine eigene Video-Playlist von mir zur Türkei-Krise. Also nochmal nur ganz kurz für Einsteiger. Das ist die türkische Inflation die letzten 5 Jahre. Der Chart ist von Trading Economics. Letztes Jahr war die Inflation überall hoch, das ist klar. Aber der große Unterschied ist eben, dass Erdogan schon seit Jahren erklärt, er wird zur Inflationsbekämpfung und zur Verteidigung der Lira auf gar keinen Fall die Zinsen erhöhen. Und 4 Notenbankenchefs, die das versucht haben, die hat er auch schon rausgeschmissen mittlerweile. Und die Inflation war 2018 schon bei über 20% und letztes Jahr ist sie dann hochgeschossen bis auf 85%. Jetzt haben wir wieder einen Rückgang gehabt auf 55%. Auch das ist ein globaler Trend, der Rückgang. Und gleichzeitig hat aber jetzt die türkische Notenbank den Leitzins nochmal abgesenkt auf nur noch 8,5%. Das heißt, wir haben jetzt in der Türkei immer noch einen negativen Realzins von fast 50%. Und darum war der Lira-Crash natürlich auch ein Crash mit Ansage. Was wiederum dann aber die Importe verteuert und damit natürlich die Inflation weiter anheizt. Das ist natürlich ein Teufelskreis. Jetzt kann man natürlich sagen, dafür werden ja die türkischen Exporte billiger und die Türkei wird auch attraktiver als Urlaubsland. Das stimmt, es hat aber auch nichts geholfen. Der Handelsbilanzsaldo ist immer schlechter geworden trotzdem und auch die Leistungsbilanz, die haben wir hier, auch die war das ganze letzte Jahr im Defizit. Das sind hier die letzten 5 Jahre und in den Jahren vorher, da haben sie es im Sommer meistens in der Urlaubssaison oft noch geschafft, dass sie da dann wenigstens Überschüsse erwirtschaften, letztes Jahr aber eben nicht mehr. Und das Leistungsbilanzdefizit, das hält die Lira jetzt auch noch zusätzlich unter Druck. Es ist also eigentlich ein Desaster. Und wenn Sie jetzt sagen, wie das manche hier gern tun bei dem Thema, naja, das sei doch hier jetzt alles nur Türkei-Bashing und Lügenpropaganda. Es sind hier alles die Zahlen, die offiziellen Zahlen vom türkischen Statistikinstitut und von der türkischen Zentralbank.
An sich, was die Wirtschaft betrifft, da wäre die Bilanz der Erdogan-Regierung ja die letzten 20 Jahre großartig gewesen. 20 Jahre lang ist es nur bergauf gegangen, aber mit der Geldpolitik, da hat das jetzt eben doch verkackt und Millionen Türken sind wieder in die Armut zurückgefallen. Mit anderen Worten, er hätte eigentlich jetzt abgewirtschaftet, er müsste eigentlich bei der Wahl jetzt die Quittung dafür kriegen. Aber kommt das auch so? Die Opposition, die verspricht die Abschaffung des Präsidialsystems, Stärkung des Parlaments, Stärkung der Unabhängigkeit der Notenbank und eine entschlossene Inflationsbekämpfung. Klingt im Prinzip hervorragend, müsste eigentlich auch gut ankommen. Aber trotzdem, so richtig begeistert sind dann die Wähler noch nicht wohl. Und es geht schon damit los, dass es eben die eine große Oppositionspartei nicht gibt, so als die große Gegenkraft, sondern das wäre dann ein Bündnis aus 6 Parteien plus noch eine pro-kurdische Partei und zum Teil eben einfach auch mit komplett unterschiedlichen Zielen. Dann, die Wahl ist schon am 14. Mai und die haben aber immer noch keinen gemeinsamen Kandidaten. Und das war zwar auch nicht einfach, weil der Kandidat mit den besten Chancen, das wäre wahrscheinlich Ekrem İmamoğlu gewesen. Ich hoffe, ich spreche ihn auch richtig aus. Der Bürgermeister von Istanbul, der ist aber wegen Beamtenbeleidigung zu 2,5 Jahren Haft und zu Politikverbot verurteilt worden, was einen leider auch nicht wirklich wundert. Und im Moment läuft das Berufungsverfahren und die einen sagen, stellt ihn doch trotzdem auf, aber die anderen sagen, das ist zu riskant. Und am Donnerstag letzte Woche, da hieß es noch, dass morgen, also am Dienstag, dass da der gemeinsame Kandidat endlich bekannt gegeben wird. Aber am Freitag, da ist dann sogar eine von den Parteien aus dem Bündnis wieder ausgestiegen, weil sie mit dem Kandidaten nicht einverstanden war. Der ist nämlich wahrscheinlich dann Erdem Kılıçdaroğlu, also ich hoffe, dass ich den auch richtig ausgesprochen habe, ist der Parteiführer der CHP und dem trauen aber viele doch nicht zu, dass er Erdogan wirklich schlägt. Soll heißen, Erdogan ist eigentlich angeschlagen, aber die Opposition macht nicht wirklich was draus. Und auf der anderen Seite, Erdogan ist eben einfach auch überlebensgroß. Hier ein Hologramm von ihm bei einem Wahlkampfauftritt. Ja, Moment, das ist das falsche Bild. Hier ein Hologramm von ihm bei einem Wahlkampfauftritt im Jahr 2014. 3 Meter hoch ist er da. Da war er auch körperlich mal größer als die anderen. Er ist eine Größe. Er regiert einfach schon seit 20 Jahren. Er ist immer noch ein harter Wahlkämpfer. Er füllt immer noch Stadien. Er hat glühende Verehrer und er steht einfach auch immer noch für eine Türkei, die es zu was gebracht hat. Zumindest aus der Sicht von vielen. Und was auch anscheinend ganz gut ankommt, ist eben ein gewisser anti-westlicher Kurs auch, der die letzten Jahre auch immer stärker geworden ist. Und dass er natürlich auch für den Lira-Verfall westliche Finanzmarkt-Spekulationsattacken verantwortlich macht. Von der übrigen Außenpolitik mal ganz abgesehen, die hat sich eigentlich auch um 180 Grad gedreht, kann man sagen. Die Türkei tritt inzwischen sehr stark auf, beziehungsweise auch sehr aggressiv auf, zum Teil, je nachdem, wie man es eben sehen will. Und ob das so gut ist immer für die Türkei, das ist eine ganz andere Frage. Aber es macht eben auch Eindruck auf viele Leute. Und es ist ja auch nicht alles falsch. Also Stichwort zum Beispiel Vermittlung ukrainisches Getreideabkommen und solche Dinge. Und er verteilt jetzt natürlich auch Wahlgeschenke. Er hat zum Beispiel den Mindestlohn angehoben und um 50%. Das macht den Inflationsdruck jetzt auch nicht geringer natürlich. Aber da hat sich Erdogan wahrscheinlich auch gedacht, wenn sie mich dann abwählen, dann kann es mir ja auch egal sein. Und auch das kommt natürlich bei vielen gut an. Trotz allem wird es wahrscheinlich eng und ein Szenario ist, dass es Erdogan als Präsident zwar knapp schafft, aber dass im Parlament die AKP die Mehrheit verliert. Das ist laut Umfragen nicht unwahrscheinlich und das wäre jetzt für alle aber nicht besonders toll. Dann natürlich die Möglichkeit, dass sowohl er's als auch die AKP es nochmal schaffen und das kann man dann sehen, wie man will, aber zumindest für einen Finanzmarkt wäre es wahrscheinlich stark negativ, weil man dann die ganze Quälerei nämlich nochmal ein paar Jahre hat. Das ist für den Finanzmarkt also keine Perspektive. Die Perspektive ist,
dass die Opposition jetzt eben die nächsten Wochen doch noch aufdreht, dass es auch schafft, dass sie die Wähler an ihre wirtschaftliche Lage erinnert und dass sie dann komplett gewinnt, auch das Präsidentenamt. Und was immer dann passiert, aber es wird am Kapitalmarkt sehr, sehr wahrscheinlich eben die Hoffnung wecken auf eine Normalisierung der Geldpolitik, was dann wahrscheinlich auch zu einem starken Geldrückfluss führt in die Lira und indirekt dann eben wahrscheinlich auch erstmal in den türkischen Aktienmarkt. Und darum ist es natürlich jetzt enorm spannend, wie sich das Ganze entwickelt die nächsten Wochen. Kriegen wir, wenn Erdogan verliert, eine jahrelange Aktienmarktrallye in der Türkei? Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, weil wie gesagt, türkische Aktien sind zwar nicht teuer, aber die Rallye letztes Jahr war trotzdem hauptsächlich eine Fluchtreaktion meiner Meinung nach. Und viele türkische Unternehmen, die haben natürlich auch von der Inflation durchaus profitiert. Das ist nicht anders als bei uns. Und eine Normalisierung der Geldpolitik, die würde dann aber natürlich auch heißen, dass die Zinsen steigen und dass die Unternehmen irgendwann schon in gewisser Weise eben auch zurückfallen auf den harten Boden der Realität. Und darum würde ich vermuten, am Anfang sicherlich Kursgewinne, vielleicht sogar auch relativ stark, aber später wird es dann irgendwann mal doch happiger. Und das meiste der Kursgewinne, die man da erzielen wird, das wird sicherlich erstmal direkt über die Lira laufen. Und darauf zu setzen, ist nicht ganz einfach von hier aus. Also ich habe zum Beispiel keine Lira-Bonds mehr gefunden, die man als normaler Anleger kaufen kann. Vor ein paar Jahren hat es das noch gegeben. Da brauchen Sie dann schon, wenn Sie davon direkt profitieren wollen, so eine Art Währungskonto oder Sie gehen auch einfach in die Wechselstube und holen sich da Lira. Was unter Umständen auch interessant sein könnte, das sind diese türkischen Lira-Konten, die ausgestattet sind mit einer Absicherungsgarantie gegen Wechselkursverluste. Die gewährt der türkische Staat und die können anscheinend auch von türkischen Staatsbürgern eröffnet werden, die in Deutschland leben. Ich habe mich mit diesen Konten jetzt nicht wirklich befasst, aber ist möglicherweise interessant für den einen oder anderen, sich das zumindest mal anzuschauen. Und wenn man jetzt auf jeden Fall in was Türkisches investieren will, jetzt mal ganz unabhängig davon, wer der nächste Präsident ist, dann ist auch eine Möglichkeit, eine türkische Staatsanleihe in Dollar. Hier hätten wir eine, der Chart ist von der Börse Stuttgart. Sie sind natürlich gefallen in dem Maß, in dem die Zinsen in den USA gestiegen sind. Dadurch sind sie jetzt aber auch fast 20% unter Nennwert. Und der Zins pro Jahr liegt da jetzt bei 9,5% in Dollar. Und bei allen Problemen, die es vielleicht gibt, aber ich glaube nicht, dass die Türkei in den nächsten Jahren pleite geht. Die Verschuldung der Türkei ist ungefähr bei 40% vom Bruttoinlandsprodukt, vielleicht ein bisschen höher, aber sie ist damit immer noch viel niedriger als in fast allen anderen Ländern. Reißt Erdogan also das Ruder nochmal rum? Seine treuesten Anhänger sind ja angeblich hier in Deutschland. Und ich bin ja auch sehr gespannt, ob er auch diesmal wieder hier auch Wahlkampf macht. Letztes Mal war das ja ein ziemliches Zinnober. Ich habe ihn aber auch schon vermisst am politischen Aschermittwoch, weil der ja dieses Jahr relativ mau war. Und die interessanteste Rede an dem Tag war noch die von Wladimir Putin, wenn auch ein bisschen humorlos. Da hätte Erdogan schon mehr geboten. In einer Halle in Passau mit Blasmusik vor tausenden johlenden Anhängern, die hemmungslos Tee in sich reinschütten. Aber er war eben schon immer ein Mann des Volkes und er war eben auch schon immer irgendwie auch einer von uns. Bei allem Gezeter hier über Erdogan, aber wer weiß, was wir inzwischen für Regierungen hätten, wenn er uns nicht schon seit Jahren die Flüchtlinge vom Hals halten würde. Tja, so ist das. Da können wir die Nase rümpfen, wie wir wollen, aber letzten Endes macht die Türkei seit Jahren mehr für uns als wir für sie. Mal sehen, ob das auch so bleibt. Bleiben wir auf jeden Fall dran an dieser Wahl und denken Sie natürlich außerdem noch dran, dass Sie sich auch noch eintragen für unseren nächsten Gratis-Zukunftsmärkte-Report zu Angebot und Nachfrage und zu den Fundamentaldaten bei Gold, Silber und Platin auf www.zukunfts-märkte.de. Morgen früh geht er raus. Alles Gute Ihnen, Dankeschön wie immer fürs Zuschauen.